Bindungsangst, ja oder nein, darum soll es in diesem Video gehen. Und stell dir vor, ich wäre vor einigen Jahren auf diesem Planeten hier hineingeboren worden und habe natürlich logischerweise keine Ahnung von dem, was hier los ist. Kenne natürlich die Regeln nicht, lebe sozusagen mein Leben vorwärts, verstehen werde ich es rückwärts und stelle auf einmal fest, Mensch, hier gibt es offensichtlich ein paar Regeln. Hier gibt es offensichtlich Erwartungen, die auch potenziell an mich gestellt werden. Das heißt, ich lerne früher oder später sehr wahrscheinlich, dass ich dieser oder jener Regel befolgen darf, dass ich mich so und so verhalten darf und so besser nicht verhalten darf. Denn wenn ich mich so und so verhalte, dann bin ich nicht lieb. Dann bin ich nicht richtig, dann bin ich falsch, dann bin ich wie auch immer. Und dementsprechend lerne ich natürlich, dass ganz offensichtlich meine Beziehungsebene, zum Beispiel zu meiner Mutter oder zu meinem Vater oder zu wem auch immer, an Bedingungen geknüpft ist. Wenn ich mich also so und so verhalte, dann bin ich lieb. Wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich das und das. Wenn ich mich besser so nicht verhalte, was ich sozusagen vermeiden sollte, dann gehe ich der Gefahr aus dem Weg, dass ich ja vielleicht nicht lieb gehabt werde, dass ich meine Beziehung in Frage steht. Und somit lerne ich natürlich, dass ganz offensichtlich mein Wert und mein Sein möglicherweise daran geknüpft ist und dementsprechend mein Richtigsein und mein Geliebtwerden daran geknüpft ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise da draußen bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Das heißt also, da draußen gibt es natürlich Bedürfnisse, da draußen gibt es Erwartungen an mich, da draußen gibt es Regeln, die ich zu befolgen habe. Und wenn ich die offensichtlich gut genug befolge, dann bin ich ein guter Mensch, dann bin ich ein lieber Mensch, dann bin ich ein wertvoller Mensch. Und das bringe ich mir in intensiver Art und Weise bei. Was das bedeutet, ist, dass ich relativ schnell feststelle, wenn ich diese Regeln nicht befolge, dann steht mein Wert in Frage, dann steht meine Beziehung in Frage. Dann hat man mich nicht mehr lieb, dann bin ich nicht richtig, dann werde ich verurteilt, dann mache ich mich schuldig, dann ja, bin ich eben hier in dieser Welt ein Wesen, was nicht gewollt ist, was nicht so sein darf, wie es offensichtlich sich in dem Moment verhalten hat. Und ich habe die Wahl, mich entsprechend den Erwartungen der Welt da draußen anzupassen. Was natürlich am einfachsten geht, dass ich im Laufe meines Lebens meine Bedürfnisse anpasse. Das heißt also am besten natürlich meine Bedürfnisse runterschraube oder sie möglicherweise gar nicht erst auf dem Schirm habe. Dementsprechend ist es offensichtlich besser, dass ich mich den Bedürfnissen und Erwartungen meines Umfeldes anpasse, weil ich dann natürlich viel, viel besser in dieser Welt einen Platz bekomme. Nur wird das natürlich in dem Moment immer mit einer möglichen Gefahr verbunden sein, nämlich dass ich bei dem einen oder anderen, den ich neu kennenlerne, nicht weiß, welche Erwartungen er oder sie an mich stellt. Und dementsprechend sind natürlich grundsätzlich Beziehungen potenziell für mich schon mal bedrohlich. Das heißt, ich muss sehr, sehr sanft in einer bestimmten Art und Weise mich an jemanden Fremdes herantasten, was also möglicherweise als etwas gewertet wird und für mich sich vielleicht wahrscheinlich auch so anfühlt, dass ich etwas ängstlich bin. Denn ich möchte natürlich den Erwartungen und dementsprechend den potenziell abwertenden Urteilen aus dem Weg gehen und sozusagen selbstsicher sein können und so sein können, wie ich eigentlich bin. Und natürlich auch so gesehen werden, wie ich eigentlich bin. Nur ist das oft so, dass ich viele, viele Menschen treffe, dessen Erwartungen ich eben potenziell vielleicht nicht erfüllt habe, die mir sagen, wie ich vielleicht mich besser verhalten sollte, wie ich mich anders verhalten sollte, wie ich anders sein sollte und so weiter und so fort. Und dementsprechend bekomme ich immer wieder die Reflexion, oh Mensch, schade, tut mir leid, ich habe offensichtlich mich in einer bestimmten Art und Weise in dieser Welt bewegt, wie es für mein Umfeld offensichtlich nicht okay ist. Und von daher kann ich dann natürlich ja, den Erwartungen versuchen, wieder gerecht zu werden. Wenn ich das dann 20, 25, 30 Jahre mache, dann habe ich sehr wahrscheinlich unglaublich viel Energie aufgewendet, um der Welt da draußen gerecht zu werden. Und in einer gewissen Art und Weise fühle ich mich eigentlich sehr wahrscheinlich ziemlich allein, ziemlich distanziert und unverbunden, obwohl ich doch eigentlich Verbundenheit möchte und obwohl ich eigentlich
eine erfüllende Beziehung möchte, was für mich bedeutet, dass ich endlich mal so sein kann, wie ich bin. Was auch immer das inzwischen bedeutet, weil ich eigentlich sehr wahrscheinlich schon gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin, weil ich sämtliche Bedürfnisse, sämtliche Impulse, die in mir mal irgendwann geschlummert haben, mein lebendiges Sein möglicherweise, was in mir mal irgendwann geschlummert hat, so weit in den Hintergrund, ja, verschoben habe, verdrängt habe, um den Erwartungen der Welt da draußen gerecht zu werden. Das heißt also, ich fühle mich möglicherweise sogar schon fast wie ein Objekt, was sich den Erwartungen der Welt da draußen anpassen muss und sich besser so zu verhalten, um das zu erhalten, was man eigentlich selber will. Das heißt also, um eine gute Beziehung dann irgendwann aufzubauen, muss ich schauen, wie muss ich mich verhalten, dass mein Partner oder meine potenzielle Partnerin für mich passend ist. Oder sagen wir eher, damit ich für sie oder ihn passend bin. Und dementsprechend muss ich dann natürlich ständig in irgendeiner Art und Weise mich anpassen. Und das führt natürlich in letzter Konsequenz auch immer dazu, dass ich ja, wie in einer gewissen Unsicherheit unterwegs bin, um dem anderen natürlich irgendwie gefallen zu können, dem anderen ja so mich zu verhalten, dass er oder sie mich in der Beziehung sein lässt oder sich mit mir verbunden bleibt, sich mit mir arrangiert, sich ja ein gemeinsames Leben vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise aufbaut, so wie wir das uns beide vielleicht wünschen. Und oft ist es so, dass möglicherweise das verletzt wurde oder natürlich nicht so richtig gepasst hat. Und in dem Moment bin ich mir natürlich nach 20, 25 Jahren über mich selbst schon nicht mehr sicher, wie soll ich mich denn eigentlich verhalten, dass es für den anderen passt. Das heißt also, ich habe meine gesamte Aufmerksamkeit, wie ich Beziehung gestalte, nach außen hin gerichtet und dementsprechend auf mein Umfeld ausgerichtet und zwangsläufig früher oder später mich vergessen. Und das macht natürlich ein Gefühl von Schmerz, das macht ein Gefühl von Leere, das macht ein Gefühl von Zweifel, das macht ein Gefühl von Unsicherheit, das macht ein Gefühl von, ich bin sowieso immer der Doofe, weil in letzter Konsequenz ich möglicherweise für die Erwartungen der anderen in meinem Umfeld ja nicht so richtig passend zu sein scheine. Also in irgendeiner Art und Weise bekomme ich dann natürlich einen Selbstzweifel, habe Angst, selber so zu sein, wie ich eigentlich bin und ja, was ich wahrscheinlich über 20, 25 Jahre eh schon vergessen habe. Und ja, von daher macht es natürlich Sinn, dass ich ja, in gewisser Art und Weise mich selber schütze. Und wenn ich in eine Beziehung gehe oder in einer Beziehung bin, dass ich dann damit konfrontiert bin, natürlich immer abzuchecken und abchecken zu müssen. Was denkt jetzt möglicherweise mein Partner oder meine Partnerin? Was muss ich jetzt möglicherweise für Erwartungen erfüllen? Was ist jetzt hier von mir gefordert, dass ich nicht im nächsten Augenblick verurteilt werde, dass ich mich irgendwie nicht so verhalten habe, wie es für mich passend ist? Und weil das natürlich eine Konfrontation mit einer regelmäßigen Unsicherheit ist und dementsprechend merke ich das auch in mir, dass ich immer mit so einer latenten Unsicherheit, mit einer latenten Angst unterwegs bin, weil ich ja niemals so richtig sicher sein kann, ob ich meinem Umfeld gerecht werde. Und wenn ich dann natürlich auch mit meinem potenziellen Falschsein, was in der Außenwelt da draußen ja, beurteilt werden würde, ja, konfrontiert werde, bin ich ja sogar noch darin bestätigt, in der Form, dass ich ja, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung mich zurückziehen muss und ja, dann an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, siehst du, ich habe es schon wieder verkackt. Ich war schon wieder nicht richtig und es tut mir leid. Und naja, ich bin hier sowieso derjenige, der ja nicht so richtig in diese Welt zu sein oder in diese Welt zu passen scheint. Von daher muss ich natürlich irgendwann eine Strategie dafür finden. Und die Strategie ist auf der einen Seite, ich will natürlich Beziehungen. Das heißt also, ich möchte in Kontakt gehen, werde auch in den mir möglichen Rahmen, wie das unter dieser Konstellation noch möglich ist, in Kontakt gehen. Und gleichzeitig aber auch immer dann, wenn es brenzlig wird, wenn das Urteil im Raum steht, dass ich möglicherweise nicht gut genug sein könnte, dass ich nicht richtig sein könnte, muss ich mich natürlich auf der anderen Seite wieder zurückziehen, weil ich natürlich für mich selbst
einen Selbstschutz aufbauen muss, um sozusagen das Verletzungspotenzial wieder damit konfrontiert zu werden, dass ich doch wieder einmal mehr falsch war, wieder einmal mehr einer Erwartung nicht gerecht geworden bin, wieder einmal mehr man mir sagt, so kann man mich nicht lieben, wie ich unterwegs bin, so kann man doch keine Beziehung mit mir führen und so weiter und so fort. Ja, das ist dann diese Dynamik, wo ich mich zwangsläufig wieder zurückziehen muss. Und in dem Moment werde ich mich möglicherweise nie wirklich in einer Beziehung verbindlich auch selbst zeigen können. Das heißt also nicht wirklich in Verbindung bleiben, weil natürlich das Risiko in der Zukunft immer wieder im Raum steht, dass ich nicht gerecht werden können, dass ich meinem Partner oder meiner Partnerin eben ja nicht gut genug sein könnte. Und da ich natürlich selbst nicht damit konfrontiert werden wollen würde und letztlich auch das Gefühl und das Erfahren, dass ich tatsächlich nicht gut genug sein könnte, ein schmerzvolles Ereignis ist und dementsprechend ein schmerzvolles Gefühl in mir ist, mit dem ich ja direkt auch konfrontiert werde in dem Moment, sichere ich mich in dem Moment ab, dass ich auf der einen Seite zwar Beziehung möchte, aber auf der anderen Seite nie wirklich sicher sein kann, ob ich dem gerecht werde. Und von daher ist es sicherer, dass ich mich immer ein Stück weit auf Distanz halte. Und von daher könnte das dann als eine Bindungsangst definiert werden. Aber die eigentliche Angst, die dahinter steht, ist, dass ich falsch sein könnte, dass ich verurteilt bin und dass ich mich schuldig fühle und dem anderen nicht gerecht werden kann. Und dementsprechend dem Urteil, dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise nicht geliebt sein könnte. Was niemand hören, erleben und fühlen möchte, weil das sehr oft natürlich mit dem schmerzvollen Gefühl verbunden ist, was wir wahrscheinlich aus der Vergangenheit sehr genug kennen oder sehr gut kennen, so ist das der Grund, warum ja eine Nähe- und Distanzdynamik in dem Moment entsteht, die mir sehr wahrscheinlich in der Tiefe so gar nicht bewusst ist, weil ich so gute Abwehrstrategien gelernt habe, mit denen ich unterwegs bin, also Abwehrstrategien im Sinne von Nähe und Distanz, dass ich ja sozusagen auf der einen Seite zwar Beziehung will, aber auf der anderen Seite Beziehung für mich gefährlich ist. Und das dann sozusagen als eine Beziehungsdynamik zum Ausdruck bringt, die man allgemein als Bindungsangst beschreiben könnte und in letzter Konsequenz mit dem Urteil einhergeht, dass ich vielleicht sogar mir sagen lassen habe und vielleicht schon auch die Idee für mich internalisiert habe, dass ich beziehungsunfähig bin. Urteil gegeben, Urteil getroffen und damit ist natürlich der Kreis rund. Ich kriege es sowieso nicht auf die Kette und damit bleibe ich vielleicht sogar auf Ewigkeiten Single. Das könnte eine Struktur sein von jemandem, der oder diejenige, die sich in einer solchen Qualität im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und ja, ich hoffe, es ist für dich ein Stück weit klar geworden, was da dahinter steckt. Die Lösung wäre natürlich, in dem Moment sämtliche Urteile in dem Rahmen, die in der Vergangenheit offensichtlich auf einen eingeprasselt sind und dementsprechend auf sich selbst bezogen worden sind und dementsprechend mit schmerzlichen Erfahrungen auch verbunden ist oder war, aufzulösen und dementsprechend ein neues Bild von sich selbst zu finden. Und ja, wenn ich mich selbst als jemanden sehen kann, der wertvoll ist, wenn ich mich als jemanden sehen kann, der liebevoll ist, der geliebt ist, der friedlich und wohlwollend ist und ich dementsprechend mich frei von Schuld fühle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dementsprechend auf ja, mein Gegenüber ganz anders eingehen kann, dass ich ganz anders in Beziehung gehen kann, dass sämtliche Zweifel, die ich sonst normalerweise in mir wahrnehme, sozusagen der Vergangenheit angehören und ich somit ja, tatsächlich mich in einer Verbindung verbindlich zeigen kann und auch tatsächlich stabil verfügbar sein kann. Und in letzter Konsequenz sogar überhaupt erstmal in der Lage dazu bin, alles, was mir möglicherweise als bedingungsloses Angebot von Geliebtsein oder von Wohlwollen oder von ja, Wertschätzung auch tatsächlich wirklich anzunehmen. Weil
für viele Menschen, die sich mit einer solchen Dynamik ja im Leben entwickelt haben oder entwickelt mussten oder ja, dessen ausgesetzt waren, denen fällt es oft schwer, tatsächlich bedingungslose Liebe und bedingungsloses Geliebtsein überhaupt anzunehmen, weil das natürlich in das Modell der Welt und in die Erfahrung natürlich überhaupt nicht reinpasst. Und von daher ist es fast nicht zu glauben, also sozusagen zu schön, um wahr zu sein, wenn es tatsächlich mal irgendwo da draußen jemanden gäbe, der einen tatsächlich so annimmt, wie man selber ist. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja wie vom anderen Stern. Und dementsprechend ist es natürlich auch sicher, falls es nicht so sein sollte, auf Distanz zu bleiben und somit lieber bei dem alten Muster zu bleiben, sich in Sicherheit zu halten und dementsprechend nicht in der Beziehung zu bleiben, sondern tatsächlich dann doch wieder als Selbstschutz in die Distanz zu gehen. Ja, mehr gibt es aus meiner Sicht dafür im Moment nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat dir einen wertvollen Einblick gebracht. Und ja, ich freue mich über einen Kommentar. Gern darfst du auch den Kanal abonnieren. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne auch ein Like da. Und dann sehen wir uns vielleicht in irgendeinem der nächsten Videos mal wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.